Für den SC Freiburg spricht für mich ganz eindeutig, dass sie von vornherein wussten, es wird wieder eng. Wir vertrauen aber unseren Mitarbeitern, sprich wir vertrauen dem Trainer. Wir haben ein Umfeld, was ruhig bleibt. Wir haben ein Umfeld, von dem wir wissen, dass wir nur eins wollen, gemeinschaftlich die Liga erhalten. Die Möglichkeit besteht noch und an dieser Möglichkeit arbeiten alle. Gegen Freiburg spricht ganz natürlich und ganz klar der Spielplan und die Tatsache, dass man jetzt im Augenblick natürlich in dieser Problemphase ist, allerdings noch am weitesten entfernt von der eskalierenden Tabellenplätzen. Von daher haben sie große Chancen. Für Hannover 96 spricht eigentlich die Tatsache, die Ultras sind wieder zurückgekommen. Sie machen aus den letzten Heimspielen wirkliche Heimspiele. Sie haben jetzt gegen Wolfsburg einen Gegner, der in einer unglaublichen Belastungsphase steht, der durch ist in Bezug auf das eigene Saisonziel. Von daher kann man da mit den Fans im Rücken in Wolfsburg punkten. Die nächsten Heimspiele müssen gepunktet werden. Sie haben ordentlich gespielt. Beim ersten Spiel von Michael Fronzek haben sie sehr, sehr unglücklich gegen Hoffenheim verloren. Der Trend ist der Nachteil, oder der Trend ist der schlechteste von allen Kandidaten, die da unten stehen. Allerdings die Qualität der Mannschaft ist so gut, dass es eigentlich ausreichen müsste. Für den HSV spricht im Augenblick die Tatsache, dass der HSV bereits im letzten Jahr aus den Fehlern, die sie gemacht haben, nichts gelernt hat. Also sie machen alles so weiter, wie es gelaufen ist. Im letzten Jahr hat man die Relegation überstanden, indem man kein Spiel gewonnen hat. Schier unglaublich. In diesem Jahr wäre man, glaube ich, froh, wenn man den Relegationsplatz belegen würde und nochmal auf gleiches Glück zurückgreifen kann oder könnte. Die Mannschaft ist von den einzelnen Spielern her mit Sicherheit stark genug, um drin zu bleiben. Der Trainer ist oftmals gewechselt worden. Mit dem letzten Trainer hat man noch eine gewisse Art und Weise Hoffnung, die aber nicht so groß ist. Gegen den HSV spricht für mich ganz eindeutig die Vielfalt der Entscheidungen in Bezug auf die führende Position, sprich auf die Trainerposition. Also was da beim HSV gemacht wurde, ist der fußballerische Wahnsinn. Wirklich der Wahnsinn. Und eigentlich, wenn es diesen Fußballgott gegeben sollte, der aber oftmals schläft, sollte der HSV aus der Nummer rauskommen, dann sollte man sich da oben wirklich bedanken. Denn wenn es normal läuft, 4 Trainer in einer Saison können keinem Verein helfen. Für Paderborn spricht ganz eindeutig André Breitenreiter und das gesamte Umfeld, was hinter dem Verein steht, der gesamte Vorstand, der ganze Verein steht hinter Breitenreiter und der Mannschaft, das spricht für Paderborn. Gegen Paderborn spricht natürlich die Tatsache, dass sie noch gegen Mitkonkurrenten zu spielen haben. Gegen Paderborn spricht auch die Tatsache, ganz eindeutig, dass sie eigentlich das schwächste Team von allen sind. Gegen Stuttgart spricht im Augenblick die jetzige Situation, in der sie sich befinden, eben ganz unten zu stehen. Für Stuttgart spricht für mich persönlich Huub Stevens und seine unglaubliche Erfahrung, die Ruhe, die er ausstrahlt, die Qualität der Mannschaft, die in den letzten Spielen ein klein wenig aufgearbeitet wurde, die Qualität der Mannschaft und die Tatsache, dass der VfB Stuttgart noch gegen den HSV und noch gegen Paderborn spielt, 2 Spiele, die man gewinnen muss, die man gewinnen kann gegen Mitkonkurrenten, die man dann selber von der Position her verschlechtert in der Tabelle darstellen lässt.